Weil die Disco in dem Zeitpunkt nach links gegangen ist. Also das heißt, es war ein Blindjob. Disco. Da war die Disco. Dummheit, da war auch sogar der Wallclip. Auf was warte ich eigentlich? Auf noch übel viel Zeit gelassen. Hä? Auf noch mehr Dummheit. Ja, okay, das ist mir bewusst, aber hast du einen Fetisch? Ja. Würde ich schon mal sagen. Nicht loslassen, sonst ist man da tot. Dummheit, es hat geleckt, ich hab gedrückt. Dummheit, ich hab nach oben gedrückt. Aber du warst nicht auf der Kette. Das ist Mike. Hä? Da kam gerade bei mir Mike. Was für Mike? Ja, da kam einfach gerade Mike auf dem Titelbildschirm so. Hey, was für Mike? Da stand einfach gerade Mike. Ja, wie Mike? Da war gerade der Titelbildschirm vom ROM. Achso, ja, ich hab kurz Reset gedrückt. Ah, oh, es laggt die ganze Zeit. Merkst du das? Nein. Es läuft die ganze Zeit scheiße. Achso, ja, wenn du diese Friendly Drops meinst, ja. Die merke ich. Das ist Dummheit. Dann hängt es die ganze Zeit. Ja, unoptimierter Hack. Junge, es wird einfach ultra viel Scheiße reingemacht, die CPU von der SNES auslastet. Wenn die CPU-Leistung auch in Megahertz statt in Gigahertz angegeben wird. Mega. Oh, die Musik heißt, das ist bald vorbei. Ich wollte gerade sagen, die Musik signalisiert fertig. Ja, nee, die noch nicht. Signalisiert den letzten endgültigen Verbrauch. Warum fliegt er? Ja, weil er... Alle! Muss man wissen. Burr. Er hat nicht mal Flügel oder so, er fliegt einfach. Gib dir mal dieses Muster, der bleibt einfach wahllos stehen. Würdest du sagen, er hat Wahllosigkeit? Ja. Oh, Junge. Was für... Was? Was? Wer soll denn das bitte kommen sehen? Was war das denn bitte? Das war der Anti-Seebären-Kreis. Ja, okay, dann hat er natürlich wieder... Okay, also man muss es so machen. Dummheit, wahllose Hitbox. Pass auf! Dummheit, was ist denn das für eine Hitbox? Das ist ein Cooldown. Ein ultra langer. Ja, nee, sonst hätte es mich ja gerade gekillt, wenn es ein Cooldown gewesen wäre. Ja, nee, im Cooldown ist er doch komplett durchsichtig. Ja, nee, sonst hätte es mich gekillt. Nein. Es hat mich vorher gekillt, wo ich ein zweites Mal draufspringen wollte. Echt? Ja. Nein, nein, geh mal da weg. Was du wurdest gerade angekreist. Ja, man muss halt da... Ja. Geisterboss, hallo, geile Hitbox. Ich glaube, das ist bis jetzt der dümmste Boss. Ich glaube, es ist gesünder drauf zu spinjumpen. Ja, aber das bringt ja auch nichts gegen diese komischen lila Kugeln, die dann plötzlich im Kreis rumflattern. Ja, da muss man halt einfach auf Abstand gehen. Das muss man halt einfach erwarten, weißt du, dann ist das okay. Aber die sind ja abartig schnell so. Die Hitbox ist abartig dumm. Weg. Och nee. Jump. Wahlloses Bewegungsmuster. Ja, weißt du, innerhalb eines Frames erreicht der Maximalgeschwindigkeit und wieder null.
Kommt er jetzt runter? Nein, kommt er nicht. Er hat geschissen. Ja, ich merk's, dass er scheißt. Ach nee, bleib doch weg. Bist so hart gehittet von allem. Ja, normal, wenn er auch so eine dumme Scheiße hier produziert. Ja, schön. Dummheit. Hä? Was? Hallo, das... Nein. Was ist das für ein dummer Bus? Nein. Er hat schon wieder das gemacht, was ich nicht erwarte. Burr. Aber jetzt hat er das gemacht, was du erwartet hast. Man kann da auch nicht spinjumpen oder so. Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, dass man auf den spinjumpen kann. Du bist so eine dumme Sau. Kannst du nicht einfach mal runterkommen, anstatt all diese Bälle zu spastiken? Ja, vor allem diese komischen Kreisbälle, der so richtig hyperaktiv. Die Kreisbälle sind nicht das Problem. Das ist das Problem. Ja, meine ich auch. Eigentlich müsste man unter ihm stehen und einfach hoffen, dass er nicht irgendeine dumme Scheiße macht. Nein, 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 nein. Nein! Natürlich trifft es mich noch. Oh. Hitbox! Was ist das für eine Hitbox? Das ist die Hitbox der Dummheit. Oh ja, Dummheit. Hey, was will man da machen? Und ja, du musst unter ihm stehen bleiben. Wenn ja, nee, wenn er dann direkt runterkommt, dann hast du da auch teilweise keine Zeit. Nee, wenn er direkt runterkommt, dann hast du noch genug Zeit abzuhauen. Warte mal, hier, ich... Ja, Sora, der Boss ist schon ein bisschen speziell. Ja, das war schon wieder Dummheit. Man muss direkt unter ihm bleiben, sonst geht aber es nicht. Aber es ist definitiv nicht der schlimmste Boss. Hast in du die Hitbox Vortex gesehen? Ich habe sie gesehen. Wie gesagt, du solltest spinjumpen. Ist, glaube ich, gesünder. Sehr schön. Oh ja. Ich verstehe auch nicht, was diese dummen... Ja, okay. Er macht's halt einfach. Bewegungsmuster. Jetzt hat er wieder diese eine dumme Kugel. Auf was hast du jetzt gewartet? Ich dachte, sie fliegen anders. Okay, pass auf, er kommt gleich runter in dir. Okay, nee, doch nicht. Diese Bälle fliegen so richtig dumm, aber ich habe jetzt ungefähr eine Vorstellung, wie man das macht. Ich glaube, ich habe auch eine Vorstellung. Man hofft einfach ultra drauf, dass nur gute Angriffe kommen. Man muss einfach perfekt drauf reagieren. Dummheit. Okay, zweimal geht einfach nicht pro Phase. Ja, muss man akzeptieren. Wieder nichts gelernt. Das Gelernte wurde verworfen. Wurde härter gedroppt als die Tables. Bei mir war gerade zweimal wegen Lag die Hitbox richtig dumm. Du standest einen halben Meter weit weg und es hat dich trotzdem getroffen. Okay. Oh. Oh.
Hits braucht er eigentlich? Alle. Ich glaube, der braucht so viele Hits, bis der so viele Kugeln bei sich hat, dass man ihn einfach nicht treffen kann. Ja, da musst du jedes Mal ein Item opfern, wenn du ihn treffen willst. Boah, stell dir mal vor, ein Boss, wo du das Item bis zum Schluss aufheben musst. Halt. So. Jetzt hat er sich mit der Attacke so viel Zeit gelassen. Komm wieder. Dummheit, ich hätte stehen bleiben müssen. Hier gibt's aber auch keinen Safe Spot. Was wär's ja, wenn einfach irgendwo ein Safe Spot, wo man stehen bleiben kann, wo einen diese dummen Bälle, wo einen die dummen Bälle nicht treffen. Man muss halt einfach richtig weit wegstehen. Wenn man dann zu weit wegsteht. Hast du gerade gesehen, was mich gehittet hat? Ja, die Bälle. Nee, die gar unsichtbaren. Nichts. Ja, die unsichtbaren. Was für unsichtbar? Ja, der schmeißt auch unsichtbare Bälle und dem seine Hitbox ist manchmal auch einfach so einen Meter weiter vorne. Ich merk's, wie das unsichtbare Bälle hier durch die Luft flattern. Wenn du wüsstest, wie viele unsichtbare Bälle hier gerade sind. Bewegungsmuster. Er schlittert einfach ein bisschen nach vorne und dann... Ey, aber er hat schon zwei Bälle und du hast noch ein Item. Jetzt nicht mehr. Ja, egal, Opfer. Diese Bälle meinte ich. Bester Boss. Man stirbt einfach. Das ist so ein guter Boss. Na dann gleich nochmal, weil es hat noch niemand gesehen gehabt. Warte mal. Och nee, wehe, der kommt jetzt runter. Herr Sora, das Problem ist, das ist nicht dem seine Range. Da sind einfach unsichtbare Bälle, weil manchmal trifft es dich ja und manchmal nicht, wenn er zu dir kommt. Das ist sau komisch. Wie hat das jetzt gerade getroffen und mich nicht? Aber egal, ich akzeptiere es einfach. Ich bin der akzeptierende Zustand für das. Das hätte ich jetzt auch sagen können, dass du da weg solltest. Der wartet immer so verdächtig lang, bevor er die Scheiße rauskübelt. Ja. 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 Ich bin doch bescheuert, Alter. Ich weiß das doch. Warum... Oh. Dann auch. Weißt du was? Es wäre eigentlich sogar gar nicht mal so scheiße, wenn erstens mal die Bugs nicht da wären und wenn er irgendwie andeuten würde, was er als nächstes macht. Dann wäre das gar nicht mal so Dummheit. Ich bin zu dumm, Alter. Oh. Hast du gerade getroffen? Nein. Bei mir hast du getroffen. Okay. Dann doch nicht. Jetzt hat er sich mehr Zeit gelassen. Steuert. Geilster Boss aller Zeiten. Dann halt nicht. Thank you.
Pass auf, unsichtbar. Kannst du mal aufhören, immer dasselbe zu machen? Das will ich zwar auch nicht, aber... Warte mal, mach mal Zwischenspeicher. Ich habe noch alle Items und ich habe ihn locker schon viermal getroffen. Willst du das jetzt wirklich mal selbst jetzt machen? Dieser Boss, willst du ihn ohne machen? Nein, okay, es ist ein... Es ist es nicht wert. Der Boss ist nicht gut genug. Es gibt unsichtbare Bälle, das... Der Boss ist nicht gut genug, dass man ihn ohne probieren müsste. Stimmt eigentlich. Der ist richtig schlecht. Richtig schlecht. Och nee, okay. Ja. Mal schauen. Nein? Hä? Was bedeutet der Scheiß denn jetzt? Ah, ich bin richtig langsam. Boah. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Oh, wie du es in Hitchen noch gemacht hast. Super schlau. Jetzt hast du die Langsamkeit. Oh, kannst du mal was anderes machen? Jetzt hat er was anderes gemacht. Das ist so schön. Ey, was hat er jetzt gemacht? Er hat gewartet. Oder er hat vier Kugeln geworfen, die alle unsichtbar waren. Du. Okay, das war der letzte. So schwer war es dann halt auch nicht. Was? Woher kenne ich die Musik? Ja, GG war es halt so halb, ne? Aber wir waren ja nicht weit davon entfernt eigentlich. Schlecht. Richtig schlecht gemacht. Ja, der... Das war jetzt nochmal so eine Enttäuschung am Ende. Ja, aber das kennen wir ja. Es gibt ja mehrere Hacks, wo Enttäuschung am Ende. Das war jetzt aber nicht diese Art von Enttäuschung, wo der Boss dann einfach nur unbefriedigend war. Der war einfach richtig schlecht gemacht. Der war nicht nur unangebracht, der war auch schlecht verpackt. Alter, die Musik. Junge, der Tod und wie die Peach glotzt. Weil der ballert. Und warum ist der Yoshi so ein kleiner Yoshi? Es gibt keine Special Welt, okay. Was wollen wir als nächstes spielen? Keine Ahnung, nicht das.